ganz vorsichtig, oh, filmig meine ersten zaghaften Schritte in 12 Meter Höhe. Ich habe heute eine ganz spezielle Empfehlung für Sie. Gehen Sie doch mal ganz bewusst in die Luft, um anschließend, ich zeige Ihnen das mal, ganz bewusst runterzukommen. Wir gehen heute klettern und zwar in Europas größtem Indoor-Kletterseilgarten. Und der steht in Berlin-Hellersdorf. Helle Mitte ist vielen ein Begriff, das Einkaufszentrum. Und hier kann man bis zu 20 Meter hoch klettern über einen Parcours, der eine Länge von 600 Meter hat. Alle Schwierigkeitsgrade sind mit dabei und es ist wahnsinnig. Natürlich ist es ein Spiel mit den Nerven, aber wie hat man mir gesagt, es kann nichts passieren, solange man die Sicherheitsvorkehrung einhält. Und weil das Ganze hier Bergwerk heißt, bekommt man eine richtig alte Kaue, wie so ein richtiger Bergarbeiter. Da kann man seine Wertsachen oder die Klamotten, die man zum Klettern nicht braucht, drin verstauen. Dann zieht man das Ganze nach oben. Und dann sucht man schon mal ganz langsam seinen Trainer, der einen zum Klettern einkleidet. Oder zur Trainerin. Meine heißt Kerstin und die legt mir jetzt das Gurtzeug ganz schön fester an. So muss es sein. Kerstin, warum kann mir ab jetzt nichts mehr passieren? Du hast ja zwei Karabiner und du sicherst dich mit diesen Karabinern immer im Stahlseil. Wenn du einen öffnest, ja, kriegst du den anderen nicht auch noch geöffnet. Aha, kommt hier nachher so ein Seil da rein? Ist das da hänge ich mich rein? Genau. Ah, das heißt, du hängst so in der Luft, ja, und wenn beide drin sind, kannst du nur noch einen öffnen, niemals beide auf einmal. Ist für dich die Garantie, du bist immer gesichert. Hört sich gut an. Jetzt brauche ich nur noch einen Helm. Genau. Wichtig ist beim Helm aufsetzen, ja, Aufkleber kommt immer nach vorne, unterm Kinn schön verschließen und dann kannst du schon starten zum Klettern. Okay, wunderbar. Verschließen werden wir das auf dem Weg machen. Kerstin, let's go. Alles klar. Einhaken und einhaken, weiter geht's. Irgendwann ist man drin. Wir sind ja schon ein paar Meter unterwegs, Kerstin und ich. Normalerweise geht der Gast hier alleine durch den Parcours, Kerstin. Aber wenn man Angst hat oder das erste Mal unterwegs ist, dann kommt schon mal der Trainer mit, ne, oder? Genau, wenn ein Gast ganz doll Angst hat, dann kommt ein Trainer und klettert mit ihm auch mal einen Parcours zu Ende. Was passiert eigentlich, wenn ein Mensch absolute Höhenangst hat? Schickt ihr den trotzdem hier rein? Das kommt immer ganz drauf an. Also wenn der Gast sagt, ich möchte das gerne mal ausprobieren, dann erklären wir ihm, wo er am besten langklettern kann. Und zwar im Anfängerparcours, dass er sich erstmal auf den 3 Metern austesten kann. Und wenn das gut geht, dann schicken wir ihn eine Etage höher. Aber letztendlich muss das natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ja, ich finde übrigens mit den Karabinern, das handelt sich sehr, sehr gut. Beide sind immer schön verankert und das gibt einem richtig viel Sicherheit. Und dennoch, Kerstin, zum Beispiel jetzt, schießt mir so einiges in den Unterleib so rein. Die Härchen stellen sich hier hoch. Was ist das? Das nennt man Adrenalin. Wow. Je mehr du davon hast, desto glücklicher bist du am Ende des Tages. Ja. Für uns alte Hasen ist es ja schon fast langweilig. Ja. Aber unsere Gäste haben den meisten Spaß dadurch. Ja, also dann habe ich jede Menge Lustgefühle, Adrenalin könnte man sagen. Und ich glaube, die hat auch Jakob. Der ist 15 Jahre jung, den haben wir heute getroffen. Und der hat mal den Parcours getestet. Ist ja richtig gut drauf, Jakob. Gut hat er das gemacht. Jetzt sitzt er bei uns. Hat Spaß gemacht. Und wo war die Herausforderung, Jakob? Also mir hat es großen Spaß gemacht. Und die große Herausforderung für mich war der Klettersteig, der sehr hoch war. Und da habe ich mich nicht vorbeigetraut an der Kletterwand. Darf sich ein Anfänger sowas hier zumuten? Ja. Also eigentlich alle Teile vom Kletterpark kann sich ein Anfänger zutrauen. Und der wird es auch meistern. Danke, Jakob, dass du uns geholfen hast. Du darfst noch ein bisschen weiter klettern. Und Kerstin kann uns mal sagen, ab wann oder wo ist das Einstiegsalter für Kinder? Also 6 Jahre Minimum und 1,10 Meter Größe muss man sein. Ja, aber auch die Großen kommen hier auf ihre Kosten. Was bietet ihr alles an, sowohl für Kinder als auch für die Älteren? Also Kinder können bei uns ihren Geburtstag feiern mit dekorierter Loge und man kann bei uns sitzen, feiern, gemütlich was essen. Für die Erwachsenen haben wir das Nachtklettern neu im Angebot mit Stirnlampe bei komplett ausgeschaltetem Licht alles erklettern. Oder eben mit einer Firma bei uns vorbeikommen und dann mit Augenbinden, Boxhandschuhen sich hier durch den Parcours wagen.
und einmal blind klettern oder eben oben in unserer Event-Location zu feiern. Ja, ein Wort noch zum Klettersteig, weil der relativ neu ist. Genau, Klettersteig neu, 25 Meter hoch, sehr viele vertikale Übungen, auf 8 Meter eine Leiter hochklettern, darunter das Einkaufszentrum, eine neue Herausforderung. Ja, danke Kerstin für die vielen, vielen Informationen. Ja, der Indoor-Klettergarten in Hellersdorf ist sicherlich einer der neuesten, den wir bei uns im Sendegebiet haben, aber es gibt so viele weitere Möglichkeiten bei uns in Berlin und Brandenburg. Direkt am Elbufer in Wittenberge steht eine stillgelegte Ölmühle. Hier gibt es bis zu 400 Aufstiegsmöglichkeiten. 2 Stunden kosten 15 Euro pro Person. Bitte vorher anmelden. In Neuruppin gibt es einen stillgelegten Wasserturm. Hier bietet der Turn- und Kletterverein vor allem Kletterspaß für Kinder. Geöffnet montags bis samstags in den Nachmittags- und Abendstunden. Eintritt 5 Euro. Für diesen Preis kann man in Beeskow nach Voranmeldung in einem ehemaligen Feuerwehrturm auf- und absteigen. Indoor-Kletterhallen stehen vor allem im nördlichen und mittleren Teil Brandenburgs. Aktuelle Öffnungszeiten und Preise können Sie auf den entsprechenden Internetseiten nachlesen. In Berlin gibt es mittlerweile 17 Indoor-Klettermöglichkeiten. Eine spezielle Form des Kletterns, das Bouldern, wird unter anderem im Ostblock angeboten. Geöffnet täglich von 10 bis 23 Uhr, Erwachsene zahlen 6, Kinder 5 Euro. Im Wedding steht Berlins größter Kletterturm. Der Magic Mountain ist 15 Meter hoch, bietet rund 6000 Griffe und 200 Routen. Täglich geöffnet, Eintritt ab 10 Euro. Und sollte der Winter doch noch in die Hauptstadt kommen, dann kann man am Kegel im Friedrichshain nicht nur innen, sondern auch außen mit dem Eispickel klettern. Die Tageskarte kostet 7 Euro. Und all diese Kletterstandorte können Sie jetzt noch mal in Ruhe nachlesen, und zwar im RBB-Text auf der Seite 358. Und sollte Ihnen diese Sendung gefallen haben, dann ja, empfehlen Sie uns auch weiter und nutzen dazu unsere Homepage. So, jetzt aufgepasst, jetzt verlosen wir Eintrittskarten zum Klettern. Ich hoffe, Sie haben Stift und Zettel dabei, um sich eine Telefonnummer zu notieren. Und zwar ein Rezept für eine Dosis Adrenalin und das gleich 4-mal für das Bergwerk hier in Hellersdorf. Alles, was Sie machen müssen, einfach diese Nummer, die unten eingeblendet ist, anrufen. Die ersten beiden Anrufer gewinnen. 2x2 Eintrittskarten. Ganz einfach. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Verabschieden tun wir uns jetzt mit den Tipps fürs Wochenende. Machen Sie es gut. Die 104. Ausgabe des Berliner Sechstagerennens läuft noch bis Dienstag im Velodrom an der Landsberger Allee. Spitzensportler wie Lokalmatador Maximilian Levy locken auch das junge Publikum an die Bahn. Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt. Tickets für Erwachsene gibt's ab 20 Euro. Der Winterlauf des VfL Brandenburg findet morgen ab 10 Uhr rund um den Gördensee statt. Teilnehmer zahlen 3 Euro, die Anmeldung ist noch vor Ort möglich. Alternativ können Sie jeden Sonntag ab 10 Uhr am Lauf- und Walking-Treff teilnehmen. Bogenschießen für Anfänger bietet der Seehof in Krummensee an. Eine Stunde Unterricht inklusive Bereitstellung des Materials kostet für Erwachsene 12 Euro. Kinder zahlen 1 Euro weniger. Los geht's ab 11 Uhr. Wow.